In diesem Video erklären wir, was eine Phrase ist und welche Typen von Phrasen es gibt. Genauso wie ein Wald nicht nur aus vielen einzelnen Bäumen besteht, besteht auch unser Satz nicht nur aus einem Haufen zusammengewürfelter Wörter. Wörter schließen sich innerhalb eines Satzes zu unterschiedlich komplexen Einheiten zusammen. Diese nennt man Phrasen. Es gibt unterschiedliche Phrasentypen. Die Nominalphrase enthält mindestens ein deklinierbares Wort als Kopf, also ein Nomen oder ein Pronomen. Bei ihr bestimmen wir zusätzlich den Kasus, in dem das Nomen steht. Es gibt also Nominalphrasen im Nominativ, im Genitiv, im Dativ und im Akkusativ. Erweiterungen sind möglich durch Adjektive, weitere Phrasen oder Sätze. Weiterhin existiert in jedem Satz eine Verbphrase. Diese enthält ein Voll- oder Kopularverb als Kopf. Der Verbphrase sind alle anderen Phrasen im Satz, außer die Nominalphrase im Nominativ, untergeordnet. Das liegt daran, dass unser Verb die restlichen Phrasen einfordert, wie wir beim Thema Verbvalenz gelernt haben. Außerdem gibt es noch Adjektivphrasen und Adverbphrasen. Diese haben dann entsprechend ein Adjektiv oder ein Adverb als Kopf. Zu jedem Adjektiv können graduierende Elemente hinzukommen. Außerdem können manche Adjektive bestimmte Ergänzungen fordern. Es ist auch möglich, dass Adjektivphrasen, beispielsweise Nominalphrasen, untergeordnet sind, wie in das schöne Haus. Ähnlich wie bei Adjektiven können auch bei den Adverbien graduierende Elemente hinzukommen. Zuletzt interessieren uns die Präpositionalphrasen. Diese haben eine Präposition als Kopf und fordern eine Nominalphrase, das heißt, ihnen ist immer eine Nominalphrase untergeordnet. Sie sind ersetzbar durch Pronominaladverbien, zum Beispiel darauf.